Hi Leute, mal wieder. Ja, der Mina will noch nicht schlafen gehen. Und weil wir schon Lampen abgebaut haben, muss ich das letzte Tageslicht noch ausnutzen, sonst wird das Video nachher ganz schön dunkel werden wahrscheinlich. Deswegen erstmal mit Milan, mal gucken, ob er gleich Bock hat, ins Bett zu gehen. Aber ich glaube nicht. Ja, eigentlich wollte ich in dieser Wohnung gar kein Video mehr machen. Hat sich heute jetzt ein bisschen geändert. Denn ja, ich war heute in unserer neuen Wohnung und morgen ist der Umzug. Und wollte heute eigentlich das Internet umziehen, also den Internetumzug vollziehen oder so. Und da sollte halt jemand kommen von 12 Uhr bis 16 Uhr. Wahrscheinlich kennt ihr so eine Zeiten. Ja, der kam aber nicht. Obwohl mir nachher der O2-Typ gesagt hat, dass er um 12.30 Uhr da war. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat er den Klingelknopf nicht gefunden. Meine Telefonnummer hatte er auch, also er hätte auch anrufen können. Ja, ich war jedenfalls da und er nicht. Ja, deswegen werde ich jetzt leider die ersten 8-9 Tage, also am 8. Mai quasi ist der nächste Termin, die ersten 8 Tage ohne Internet sein. Ja, und an dieser Stelle gleich mal eine Frage an die, die sich in Rostock auskennen. Ich würde halt trotzdem gerne dieses Videotagebuch weitermachen, auch wenn ich es nicht jeden Tag dann sowieso schaffen werde. Auch wenn ich es nicht jeden Tag schaffen werde sowieso, wenn das ein bisschen komplizierter ist. Aber zumindest ein paar Mal, um den Anfang vielleicht so ein bisschen zu filmen, wenn da schon ein bisschen was passiert. Wo ich denn hingehen kann, wo es vielleicht auch günstig ist oder wie auch immer, dass ich mein Video quasi auf YouTube stellen kann. Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Tipps geben. Oder sogar, dass ich bei jemandem von euch zu Hause. Ja, also könnt ihr mir ja mal schreiben auf jeden Fall. Entweder in die Kommentare. Entweder in die Kommentare oder halt per E-Mail oder sonst wie. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, dann war ich halt einmal kurz. Oh, willst du wieder runter? Im Laden nochmal und hab ja das Strom beantragt, also nichts. Ey! Nicht dahin! Ja, ich war einmal kurz im Laden und hab einmal nur Strom heute gekauft sozusagen, damit wir erstmal anfangen können die nächsten Tage. Ah, und euch mit so einem Kind im Video. Damit wir erstmal anfangen können, mehr habe ich heute auch nicht gemacht. Habe ich heute auch auf Facebook geschrieben. Und ja, auf Startnext läuft es gerade ja, ziemlich gut. Also uns fehlt immer noch eine ganze Menge. Ich glaube noch ungefähr 6.000 jetzt. Und so viel Zeit ist auch nicht mehr. Also Leute, teilt dieses Video, teilt also am besten unser Crowdfunding Pitch-Video. Unser Crowdfunding-Pitch-Video könnt ihr am besten teilen oder halt unsere Crowdfunding-Seite, damit das möglichst weit verbreitet wird. Vielleicht kennt ihr auch einfach ein paar Leute, die ihr direkt anschreiben könnt per E-Mail oder per Facebook oder sonst wie. Ja, dass die das interessiert, ist auch erreicht. Und ja, ich habe letztens gesagt von einem Interview, es wird ein Interview geben für die Ostsee-Zeitung. Das hat nie stattgefunden. Ja, die gute Frau hat einfach so was geschrieben, beziehungsweise wir haben ihr einfach einen Text geschickt und sie hat das sozusagen aus diesem Text hat sie dann einen Text geschrieben oder irgendwie so. Ich habe ihn selber noch nicht gelesen. Ich lese ihn halt auch erst, wenn er rauskommt und ich weiß leider nicht, wann er rauskommt. Ich hoffe noch vorm Crowdfunding-Ende, denn das konnte sie uns leider nicht so genau sagen. Denn danach macht's ja auch noch Sinn, aber zumindest fürs Crowdfunding nicht mehr so viel Sinn, weil ja, explizit, da steht schon irgendwie drin, dass wir dann noch Unterstützung suchen. Ja, dann geht's auch schon weiter und heute hat mir Josef gerade gesagt, so eine Warnemünder Zeitung möchte uns auch gerne dabei haben. Allerdings auch erst nach dem Crowdfunding, das heißt, ja, wird noch ein bisschen dauern. Aber das ist so eine Zeitung, die kommt irgendwie viermal im Jahr raus, so wie ich das verstanden habe. Und deswegen wird es einfach ein bisschen Werbung sein für uns. Mila, willst du nicht mal schlafen gehen? Doch. Schlafen gehen? Nein, nein. Nein, nein. Habt ihr gehört? Nein, nein. Du gehst gleich schlafen. Wenn ich mit dem Video fertig bin, gehst du schlafen. Ja? Sag mal ja. 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 Habt ihr gehört? Wenn ich mit dem Video fertig bin, geht Mila schlafen. Da. Okay.
vergesst jetzt bestimmt irgendwas wegen Milan. Ja, die nächsten Tage werden wir natürlich erstmal nichts im Laden machen können. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir halt, wie gesagt, morgen umziehen. Also bis morgen Nachmittag werden wir wahrscheinlich dann in Rostock sein mit allen Sachen, die sich so angesammelt haben über die letzten Jahre. Und dann geht es natürlich wieder ins Aufbauen, Schränke aufbauen, Küche aufbauen, bla 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 und so weiter. Meine Eltern kommen auch und helfen mir, freuen mich auf jeden Fall sehr, das ist schon mal eine große Hilfe. Und danach wird es auf jeden Fall erstmal losgehen, ich denke mal mit der Küche, dass wir die sozusagen putzen, streichen und was da sonst alles so ist. Ach ja, genau, die Hygienefrau war auch da und hat uns jetzt so ein paar Sachen gegeben, auf die wir achten sollten, die wir auf jeden Fall fertig machen sollten. Unter anderem haben wir so eine komische Schräge in der Küche, in dem Lager. Da müssen wir so eine Sicherheitsstreifen noch kleben und so Zeug halt. Ja, es wird, glaube ich, ziemlich dunkel jetzt. Naja, es geht noch. Ja, in diesem Sinne, ich werde wahrscheinlich das Video noch hochladen und hoffe dann, dass ich die nächsten Tage dann irgendwie auch eine Möglichkeit finde, dann ab und zu noch mal ein Video zu zeigen, dann auch aus dem Restaurant selber. Ja. In diesem Sinne mache ich es nicht länger, als es nötig ist. Tschüss und bis bald.